Hi! In dieser Folge basteln wir uns ein kleines Häuschen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft und heute geht es heran an dieses kleine schnieke Häuschen, das wollen wir uns heute erschaffen. Wie immer ist es nur ein Musterexemplar, die Blockfarbe und alles bestimmst wie immer du. Dieses kleine Häuschen wollen wir aber nicht nur so als dekorationsmäßig bauen, man kann sich das Ganze auch einrichten. Es ist alles drin, was man braucht. Man kommt, wenn man reinkommt, gleich in einen Flurbereich, der in das Wohnzimmer, sag ich mal, eingebettet ist. Von diesem Wohnzimmer kommt man denn, sollte ich mal sagen, wenn man gleich nach der Eingangstür hier reinkommt, einmal in das Badezimmer rein, das kann man sich wie immer dann selber gestalten. Andernfalls kann man auch vom Wohnzimmer aus in zwei weitere Räume reinkommen. Hier befindet sich dann gleich wieder ein Flurbereich, wo man vielleicht einen kleinen Abstellraum sich hier basteln kann. Rechts davon könnte man sich dann gut ein Schlafzimmer reinbasteln, was sich dann natürlich auf der Vorderseite des Hauses befindet. Und dann zu eurer linken Seite, wenn man jetzt, sag ich mal, hier abbiegt, kommt man denn ganz einfach in den Küchenbereich. Die Küche ist dann noch an unsere Terrasse angeschlossen, wo man dann natürlich hinten zu seinem Garten noch kommt. Nach der Besichtigung wollen wir uns natürlich jetzt uns ranmachen, das kleine Häuschen uns auch zu basteln. Wir beginnen erstmal uns einfach mal ein paar Steinziegelblöcke rauszuholen. Weiße Betonblöcke, hellgrauer Beton. Dann holen wir uns ein bisschen Akazienholzbretter, Treppen und Stufen davon. Dann holen wir uns noch einen Steinblock raus, steinzige Treppe und steinzige Stufe. Wir wollen jetzt erstmal für unser kleines Häuschen den Grundriss ziehen. Dabei nehmen wir jetzt erstmal unseren steinzige Block zur Hand. Wir beginnen erstmal mit dem steinzige Block uns eine gerade Reihe lang zu ziehen. Die hat eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn wir uns 20 Blöcke erstmal gerade lang gezogen haben, ziehen wir jetzt an den Seiten. Noch einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke hin. Auf der anderen Seite ziehen wir dann auch nochmal 15 Blöcke ran. Wenn wir dann beide Seiten, sag ich mal, zugezogen haben, geht es natürlich an die Rückseite. Die können wir dann einfach glatt miteinander hier hinten verbinden. Somit haben wir jetzt unseren Grundriss abgeschlossen. Jetzt geht's ran ans Mauerwerk. Dabei schnappen wir unseren weißen Beton und können jetzt auf unseren Grundriss ganz einfach 5 weiße Betonblöcke uns einmal platzieren. Die ziehen wir hier natürlich einmal komplett ringsrum. Nachdem wir denn die 5 Blöcke an den Seiten überall so hochgesetzt haben, geht es weiter, dass wir an den Seiten schon so ein bisschen die Vorebene basteln für unser Dach. Dabei lassen wir jetzt an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz und setzen hier dann wieder eine Ebene rauf. Das ganze Spiel machen wir so lange, bis wir uns oben etwas treffen und zwar, dass wir denn hier oben, zack, 4 Blöcke an sich haben. Auf der anderen Seite machen wir es natürlich genauso. Wir lassen an den Seiten einfach 2 Blöcke immer Platz. Das ganze machen wir so lange, bis wir uns oben treffen, dass wir denn eine Ebene von 4 Blöcken haben. Jetzt haben wir natürlich einmal die Außenhülle von unserem Häuschen fertig. Jetzt geht's ran, dass wir uns schon ein bisschen die Wände für natürlich dann unsere Inneneinrichtung schon mal ein bisschen platzieren. Wir beginnen, wenn wir uns, sage ich mal, schon entschieden haben, welche Seite vorne ist. Bei mir ist es jetzt diese Seite. Gehen wir einmal über unser Häuschen rauf und ich fange jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, an vorne in der linken Ecke mir einfach die Wände schon zu platzieren. Ich setze mir einfach als Markierung einen weißen Beton hin. Da wechselt halt die Farbe, wie du halt dein Häuschen dir basteln möchtest in der Farbe. Wir setzen uns, wie gesagt, einen weißen Beton jetzt einfach mal hin, das wird schon eine Wand hier drin sein. Da gehen wir jetzt einmal zur rechten Seite und setzen noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin, dass wir insgesamt halt 7 Blöcke hier haben. Dann gehen wir hier einmal an der Seite noch einmal nach oben weg. Das Ganze können wir dann bis auf die Rückseite uns einmal platzieren. So, jetzt gehe ich wieder einmal zurück nach vorne weg. Ich lasse jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Ab dem 5. setze ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin und einen noch nach vorne weg. Da können wir dann einen Platz lassen und 2 Blöcke nochmal da vorne hinsetzen. Wenn wir das soweit haben, gehen wir jetzt einmal hinten in die linke Ecke hin. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Ab den 11. Block gehen wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach vorne weg. Wenn wir soweit sind, gehen wir jetzt einmal nach rechts, lassen einfach 2 Blöcke Platz und ziehen dann hier 4 Blöcke zur Wand hin. Danach können wir dann einfach hier hinter weg eine weitere Wandreihe ziehen, bis wir hinten an der Wand anstoßen. Nun können wir jetzt, sage ich mal, hier vorne einfach 2 Blöcke Platz lassen und setzen hier wieder 4 Blöcke einfach so nach vorne weg. Ein Block freilassen, setzen wir dann wieder 2 Blöcke hin. Die können wir jetzt einmal komplett bis nach vorne einmal hinziehen. Zur linken Seite setzen wir einen Block hin und zur rechten Seite können wir hier die Seite einmal komplett zuziehen. Dann haben wir unsere Wände markiert. Die können wir jetzt auf eine bestimmte Höhe setzen und zwar wollen wir unsere Wände auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke insgesamt halt hochziehen.
Das machen wir einmal komplett hier mit dieser Wand, die wir uns jetzt markiert haben. Wenn wir unsere Wände dann hochgezogen haben, geht es weiter mit dem Boden. Ich verwende einfach als Musteransicht hellgrauen Beton. Ich beginne jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, bei unserer Vorderseite jetzt hier einfach mal, würde dann später unsere Eingangstür entstehen. Da lasse ich mir einfach mal die ersten drei hier Platz. Bei den hinteren drei hier so schräg setze ich in der Mitte mir einen hin und den Rest, sage ich mal jetzt hier in der Wohnfläche, also in unserer Wohnung hier, können wir komplett einmal ausfüllen mit unserem hellgrauen Beton. Haben wir dann den Boden einmal reingezogen bei unserer Wohnfläche, geht es weiter, dass wir jetzt hier noch, sage ich mal, bei unseren ganzen Lücken, wo man dann in den anderen Raum kommt, noch zumachen. Ich mache jetzt einfach immer darüber zwei weitere Blöcke hin. Natürlich hier bei allen unseren Eingangsbereichen mache ich darüber immer die letzten zwei Blöcke einfach mal zu. Und weil wir ja noch hier, sage ich mal, eine kleine Abstellkammer haben, würde ich mal sagen, wir lassen hier vorne noch so eine Blockreihe Platz und dahinter setze ich dann hier auch einfach mal oben hier einfach mal alles zu. So wollen wir das Ganze aber noch nicht belassen jetzt hier innen drin in unserem Wohnraum. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir die Eingänge, sage ich mal, auf eine Höhe von drei Blöcke gelassen. Ich bin ein Spieler, der, sage ich mal so, sich die Eingänge bastelt, dass ich mir ganz, also über unserer Tür eine umgedrehte Treppe bastelt, dass ich mir darunter dann meine Tür halt reinsetzen kann. Das mache ich natürlich jetzt hier nicht bei jedem, sage ich mal jetzt hier einmal, wo ich so denke, da könnte man ruhig das Badezimmer reinbasteln und vielleicht auch hier beim Schlafzimmer. Sage ich mal hier so eine Abstellkammer, könnte man sie natürlich auch sagen, okay, eine Abstellkammer will ich nicht offen lassen, die mache ich mir dann hier einfach mal zu. So, ne, dass das alles immer schön geschlossen unter der Treppe ist. Die Küche, die könnte man sich auflassen oder man sagt sich, nein, möchte ich nicht. Dann kann man sich die natürlich auch noch etwas zuziehen. Halt, man kann sich das halt anpassen, wie man halt gerne möchte. So, das haben wir jetzt schon mal mit den Türen geklärt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch gleich hier eine Decke reinsetzen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal das mustergrauen Beton. Ich mache jetzt einfach mal, jetzt sage ich mal, ich stelle mich hier oben hin, dann kann ich es immer ein bisschen vielleicht besser zeigen. Wir haben ja einmal hier diesen Flurbereich und das große Wohnzimmer. Damit befassen wir uns jetzt da, sage ich mal, da haben wir eine Deckenhöhe von insgesamt 5 Blöcke. Ab den 6. jetzt hier setze ich mir dann einfach mal, denn hier eine graue Betonschicht, wie gesagt, ist alles immer Muster, also da kannst du dir natürlich das raussuchen, was du auch gerne als Deckenfarbe haben möchtest. Das platziert man sich dann einfach so als Decke. Ja, mir fällt gerade auf, man könnte hier vorne, sag ich mal, wo wir, sag ich mal, hier so eine ja, Dreier-Blockfläche vorne haben, die letzte Schicht hier noch einmal mit dem weißen Beton zuziehen. So, jetzt haben wir natürlich hier einmal unseren Flurbereich, wie großes Wohnzimmer mit der Decke schon zugezogen. Jetzt kommen wir noch zu den anderen Räumlichkeiten, die wollen wir jetzt aber nicht so hochziehen, jetzt wie Wohnzimmer und Flurbereich. Hier machen wir das alles etwas niedriger, dass wir eine Deckenhöhe von insgesamt 4 Blöcke haben. Das heißt, wir setzen einfach hier oben auch an unserer Wandebene einfach die Deckenebene ran. Das machen wir einmal nicht nur jetzt hier bei unserem Küchenbereich oder ich meine bei unserem Badezimmerbereich oder Küchenbereich, ne? Das kann ja variieren, wie du dir das halt gerne setzt. Ja, da ziehen wir dann einfach die Decke auf jetzt hier unserer Ebene von den Wänden einmal hin. Und wenn wir denn unsere Decken überall einmal platziert haben jetzt hier, was noch frei war, geht es jetzt weiter, dass wir so langsam anfangen, unser Dach uns raufzusetzen. Dabei schnappen wir uns einmal unsere Akazienholztreppen oder Stufen. Wie gesagt, alles immer Muster, ne? Such dir aus, was du halt wirklich halt nehmen möchtest. Wir beginnen dann erstmal, würde ich mal ganz einfach sagen, dass wir jetzt hier unter unserem, ja, einen Block hier an der Seite, einfach eine Treppe darunter uns einfach hier platzieren. Jeweils dann immer an dem Block hier, bevor dann, sag ich mal, hier eine neue Ebene beginnt, setzen wir immer eine umgedrehte Treppe hin. Ne? Hier beginnt neue Ebene, setzen wir halt immer eine umgedrehte Treppe hin. Das machen wir halt so lange, bis wir oben ankommen. Und auf der anderen Seite geht das Spiel dann auch genauso wieder runter, bis wir dann hier auf der Seite ankommen. Und dann setzen wir hier so schräg davon einfach eine Treppe hin. Ich meine eine Stufe. Ups. Ja. Ja, den Rest, den füllen wir dann hier mal so gerade aus mit unseren Stufen. So ist das Spiel halt. Und dieses Spiel machen wir dann nochmal synchron auf der anderen Seite und können dann, wenn wir schon auf die andere Seite gehen, gleich die Stufe hier mitziehen. Und dann füllen wir diese Seite auch nochmal mit diesem Muster aus. Haben wir denn die andere Seite genauso mit diesem Muster übernommen und die Rückseite auch mit den Stufen verbunden, geht es weiter, dass wir jetzt wirklich unser Dach aufsetzen. Und zwar bei mir ist das als Muster jetzt einfach mal mit Stein, Ziegel, Treppen und Stufen mache ich mir das Dach. Und zwar, ich beginne dann einmal hier vorne, halt immer bei diesem Übergang setze ich mir jetzt einfach eine ganz normale Treppe einfach immer oben rauf und davor dann jeweils immer eine Stufe. Das machen wir so lange, bis wir oben in der Mitte ankommen. Dann setzen wir natürlich hier an den Seiten oben in der Mitte einfach mal zwei Stufen hin. Und jetzt nehmen wir nicht zwei Treppen, was man vielleicht denken möge, ne, hier zwischen, das sieht halt doof aus. Da nehmen wir einfach mal zwei komplette steinzige Blöcke, die wir uns dann hier in der Mitte einmal platzieren. So, dieses Muster machen wir natürlich einmal auf der anderen Seite runter halt genauso. Und dann ziehen wir das Ganze einfach mal noch mit den, ja, mit beiden Seiten zusammen.
Haben wir denn unser Dach einmal hier komplett oben drauf langgezogen, auf Vorder- wie Rückseite, geht es jetzt ran, dass wir jetzt beginnen mit den Fenstern, mit den Türen bei unserem kleinen Häuschen. Wir beginnen erstmal damit, wenn wir jetzt an die Türen und Fenster gehen, uns erstmal alles freizuhauen. Wir fangen auf der Vorderseite einfach mal auf der linken Seite an, dass wir hier bei der Ecke, ich würde mal unten einfach mal immer einen Beton erstmal hier so lassen. Darüber schlage ich zwei Blöcke weg. Und dann gehe ich zu jeder Seite einmal hier zur Vorderseite wie zur Rückseite noch drei weitere Blöcke hin. Das Ganze mache ich hier auf ein Zweiermaß mir das Fenster. Und wenn man schon dabei ist, kann man hier auch innen drin gleich diese eine weitere Wand auch gleich hier freihauen. Wir gehen dann ganz ordentlich einmal zur rechten Seite. Ich lasse mir da jetzt einfach mal vier Blöcke Platz und schlage mir dann einfach mal eins, zwei, drei Blöcke wieder weg. Das ist dann unsere Vorderhaustür. Die können wir dann hier einmal komplett weghauen von unserem Grundriss bis einmal oben hin. So würde ich mal sagen, auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke schlagen wir uns das Ganze hier frei. Dann gehen wir weiter zur rechten Seite, lassen jetzt zwei Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Insgesamt machen wir jetzt hier eine Dreierhöhe und das Ganze befindet sich auf genau unserem Grundriss hier. Und wenn man möchte, kann man auch hier gleich schon wieder die innere Wand auch weghauen, die wir uns vorher gezogen haben. Dann haben wir die Vorderseite damit erstmal abgeschlossen und kommen jetzt einmal zur rechten Seite. Da suchen wir uns die Mitte raus, da brauchen wir jetzt nicht viel zählen, wir gucken einfach von oben. Wir haben ja unsere zwei steinzige Blöcke hier gehabt als unsere Mitte und da können wir einfach die komplette mittlere Strebe hier einmal komplett freihauen. Wenn wir denn die mittlere Zweierstrebe hier komplett freihauen, richten wir unsere Aufmerksamkeit hier wieder zur rechten Seite. Wir lassen drei Blöcke Platz und schlagen dann hier einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Das Ganze machen wir dann auf eine Zweierhöhe, diese vier Blöcke hier zur Seite weg. Und wir achten darauf, dass wir halt unten auch noch eine weitere Betonebene haben. Wenn du möchtest, kannst du auch gleich hier auch schon wieder die innere Wand einmal weghauen. Aber jetzt machen wir nicht komplett vier Blöcke weg, sondern nur drei Blöcke. Schon sind wir mit der rechten Seite fertig und kommen jetzt zur Rückseite. Wir lassen jetzt, sag ich mal, hier von dem, was wir gerade freigehauen haben, einfach mal drei Blöcke hier so ein bisschen Platz und schlagen dann hier drei Blöcke wieder weg. Das wird unsere Hintertür später werden. Von daher hauen wir die bis auf unseren Grundstein einfach mal so frei. Dann lassen wir wieder drei Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke weg. Das Ganze machen wir wieder auf eine Dreierhöhe an sich und das Ganze befindet sich genau auf unserem Grundriss. Wer möchte, kann auch gleich wieder die hintere Wand einreißen, damit wir schon wissen, wenn wir uns drin befinden, wo sich die Fenster befinden. Schon haben wir die Rückseite abgeschlossen und kommen jetzt nur noch zur linken Seite. Die haben wir schon zur Hälfte ein bisschen fertig. Wir schlagen jetzt hier eine Riesenmasse weg. Das heißt einfach hier auf der Rückseite lassen wir einfach mal drei Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das Ganze zieht sich dann bis einmal nach oben hin, müssen wir 5 Blöcke hier einmal komplett freihauen. Wenn wir das dann hier auch freigehauen haben, können wir gleich dahinter die Wand auch wieder einreißen, aber nicht komplett schlagen wir alles weg, sondern nur eine Höhe von 1, 2, 3, 4 Blöcke insgesamt hauen wir weg, sodass wir noch eine weiße Betonebene zu sehen haben. Ja, wenn wir das dann auch freigehauen haben, geht es jetzt ran, das Ganze auch zu beziehen. Zum Beziehen benutzen wir hauptsächlich jetzt die Akazienholzblöcke, Treppen und Stufen. Wie gesagt, alles Muster, änder das, wie du halt möchtest. Wir beginnen jetzt hier auf der Vorderseite, auf der linken Seite, so wie wir auch begonnen haben, mit den Treppen als erstes. Ich setze mir hier in der Ecke einfach mal eine normale Treppe nach vorne, eine umgedrehte außen und nach vorne einfach mal hin hier in der Ecke. Dann würde ich mal sagen, jeweils hier zu beiden Seiten setzen wir uns einfach mal so eine normale Treppe unten und eine normale umgedrehte Treppe hin. So, ja, das Ganze können wir dann auch verbinden mit unseren Stufen oben wie unten und dann haben wir dieses Fenster somit dann auch abgeschlossen. Weiter geht's dann so, wie wir auch alles freigehauen haben und zwar gehen wir jetzt ran an unsere Haustür. Wir nehmen uns erstmal einen Block Sand und da setzen wir jetzt an der Seite einfach mal vier Blöcke hin und oben ziehen wir das Ganze auch nochmal zur Seite weg. Jetzt setze ich mir einfach mal drei normale Treppen hier einfach mal zur Seite hin. Das sollen so ein paar Fenster sein hier bei unserer Eingangstür. Dann können wir noch einmal hier über unserer freien Fläche, wo wir später die Tür eintragen, noch eine umgedrehte Treppe uns platzieren. Damit wollen wir das Ganze noch nicht belassen. Wir setzen jetzt hier oben nochmal einfach mal drei Stufen hin, damit das Ganze hier mit unserem Dach ineinander geht. Wenn wir die Türen abgeschlossen haben, geht es jetzt hier weiter wieder zur rechten Seite. Wir setzen jetzt einfach mal hier auf den ersten Block gar nichts hin. Auf den zweiten setzen wir natürlich hier einmal so eine Holzstrebe hin und dann lassen wir wieder einen frei, Holzstrebe hin und einen freilassen. Da, wo wir jetzt freigelassen haben, setzen wir jeweils die Stufen hin, natürlich auf der Unter- wie Oberseite. Jetzt sind wir mit der Vorderseite natürlich schon fertig. Jetzt kommen wir natürlich einmal zur rechten Seite. Wir hatten ja einmal hier die Mitte freigehauen. Die können wir komplett einmal mit unserem Holz hier ausfüllen. Das machen wir dann auch. Wenn wir das dann mit unserem Holz ausgefüllt haben, können wir, sage ich mal, von unten einmal zählen. 1, 2, 3. Ab den dritten schlagen wir hier zwei Blöcke einfach weg. Weiter geht es dann natürlich hier auf der rechten Seite mit diesem Fenster hier. Da setzen wir wieder unsere Treppen einfach mal
normal und umgedreht hier einfach mal zur Seite hin. Und jetzt würde ich mal sagen, hier in der Ecke dann einfach so, dass die nach hinten weggucken. Dazwischen füllen wir das Ganze wieder aus mit unseren Stufen. Fertig ist die rechte Seite. Jetzt gehen wir natürlich einmal auf die Rückseite. Hier machen wir natürlich einmal unsere Hintertür hin. Eine ganz normale Hintertür, so wie man sie kennen sollte. An den Seiten einfach unsere Blöcke und oben in der Mitte eine umgedrehte Treppe. Jetzt geht es hier natürlich weiter, einfach wieder auf der rechten Seite hier, dass wir jetzt erstmal hier den ersten wieder freilassen und dazwischen dann immer hier so abwechselnd halt eine Blockstrebe uns hier einmal reinsetzen. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, können wir dann gleich, würde ich mal sagen, auf der Unter- wie Oberseite uns noch die Stufen platzieren. Jetzt haben wir natürlich die Rückseite abgeschlossen, kommen wir jetzt wieder zu unserer linken Seite hin. Hier wollen wir natürlich noch ein paar Fenster reinsetzen. Wir beginnen erstmal so, dass wir wieder uns dieses Muster ziehen. Erstmal ein paar Streben rein. Insgesamt machen wir hier zwei Streben rein, die wir auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke machen. Ab dem fünften Block, da wo wir jetzt auch noch unsere Betonschicht hier haben, können wir komplett einmal alles ausfüllen mit unserem Holz. Nachdem wir das dann ausgeführt haben, können wir natürlich dennoch wie immer einmal auf der Unterseite wie Oberseite noch ein paar weitere Stufen uns platzieren. Nachdem wir jetzt natürlich unsere Fenster und Türen befestigt haben, wollen wir noch weiterbauen auf unserer Vorderseite bei unserer Haustür. Wir schnappen uns einmal unseren Steinblock zur Hand und schlagen jetzt hier drei Blöcke unseres Fundaments einfach mal weg. Ja, hier unter der Tür können wir es auch noch freihauen und setzen da jetzt einfach mal genau hier unter unserer Tür einfach mal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Steinblöcke hin und zur Seite machen wir einfach hier so einen rechten Winkel hin. Wenn wir das Ganze haben, schnappen wir jetzt unsere Steinziegeltreppe. Das Ganze hier können wir hier vor dem Haus noch ein bisschen so einrahmen. Einfach hier mit den Zack-Steintreppen machen wir das Ganze. Ja, am besten hätte ich es ja halt immer gern, wenn es sich das hier alles schön anschmiegt. Anschmiegt. So, zack. So sollte es denn aussehen. Jetzt kann man noch ein bisschen darauf achten. Kleiner Tipp von mir. Unter den Treppen, falls man jetzt hier auch so, sage ich mal, sich den Weg denn hier, sage ich mal, mit Grasfahrt macht, sieht man immer, was sich unter dieser Block befindet. Von daher sollte man vielleicht da dann das gleiche Material unterbauen. So, mal schnell gemacht. Sieht natürlich besser aus, als wenn man da irgendwas anderes untersieht. Diesen kleinen Anbau machen wir aber nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite. Wir schnappen uns wieder unseren Steinblock zu haben. Wie gesagt, ist alles immer nur Muster. Du kannst natürlich auch andere Blöcke dafür verwenden. Wir fangen jetzt einfach mal an der Seite an. Egal welche Seite, ist beides synchron. Wir lassen jetzt einfach mal drei Blöcke Platz und setzen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Das Ganze zieht sich dann, wie gesagt, zur anderen Seite auch hin. Und hier sollten wir dann auch drei Blöcke insgesamt halt freilassen und können dann einmal diese Fläche hier hinten einmal ausfüllen. Das wird natürlich unsere Terrasse werden. Von daher würde ich mal sagen, setzen wir ringsherum noch eine kleine Halterung für die Terrasse. Das mache ich jetzt hier einfach mal wieder mit unseren Steinziegeltreppen. Wenn wir das dann natürlich einmal ringsherum gezogen haben, sind wir damit dann auch erstmal fertig. Wenn wir soweit dann alles verbaut haben, sind wir mit diesem Blockmaterial fertig und brauchen erstmal wieder was Neues. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Tropenbaumtüren raus. Ja, denn unsere Glasblöcke, dann würde ich noch sagen Schwarzeichenzaun und Schwarzeichenzauntor. Denn einfach Keramik, ein Lagerfeuer, denn polierte Granitstufe und eine Fichtenfalltür. Wir beginnen erstmal mit unseren Türen. Natürlich befestigen wir uns eine hier natürlich einmal bei unserer Haustür. Wieder noch eine bei unserer Hintertür. Da fällt mir gerade auf, wir müssten denn, sage ich mal hier, vielleicht auch das gleiche Material nehmen, wie wir natürlich unsere Terrasse haben, wenn wir die Tür einmal platzieren. Wunderbar. Die nächste Aufgabe ist dann einfach mal unsere Fenster mit Glas zu bestücken. Das mache ich mit euch mal ein bisschen gemeinsam. Wir beginnen dann hier natürlich einmal bei unserer Haustür. Da setze ich mir einfach genau dahinter einfach mal drei Blöcke hin. Dann gehe ich jetzt hier, würde ich mal sagen, das wäre halt ein super Badezimmer. Setze ich mir hier einfach komplett einmal rein meine Glasblöcke. Wenn wir denn hier innen drin das so platziert haben, gehe ich jetzt einfach mal hier raus und begebe mich ins Wohnzimmer. Da setze ich mir natürlich hier jeweils dahinter einmal meine Glasblöcke rein. Man kann es natürlich dabei belassen oder man nimmt dennoch, sage ich mal sagen, hier das gleiche Material, was wir jetzt, sage ich mal, hier für unsere Fenster draußen verwendet haben, nochmal innen drin und setzen das dann einfach noch dazwischen. Ich finde, das sieht super aus und kann man ruhig übernehmen. Nach dem Wohnzimmer gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, ganz einfach mal in unsere Küche rein. Da setzen wir ganz einfach unsere Glasblöcke hinter unser Fenster. Nachdem wir das haben, gehen wir dann natürlich hier einmal zu unserem kleinen Abstellraum und können auch hier unsere Glasblöcke einfach mal reinsetzen. Am Ende bleibt uns dann nur noch das Schlafzimmer übrig. Da würde ich das gleiche machen wie halt im Wohnzimmer, dass wir einfach hinter unseren offenen Stellen unsere Glasblöcke uns platzieren und dazwischen halt einfach unsere Holzblöcke, wie wir die draußen auch haben, innen drin nochmal reinsetzen. Wir gucken uns noch einmal unsere Haustür an. Sie sieht natürlich noch etwas scheußlich aus, die wollen wir noch ein bisschen bearbeiten und zwar schnappt euch nochmal einfach unseren Holzblock oder das, was du für die Tür verwendet hast. Und zwar einfach hier auf der anderen Seite, wo wir hier unsere Tür haben, setzen wir nochmal vier weitere Blöcke davon hin. Oben dann auch nochmal zwei zur Seite weg. Darunter natürlich unter unserer Tür setzen wir dann noch eine Treppe hin.
Und nicht vergessen darüber dennoch eine weiße Betonschicht. Ja, so sieht die Tür doch gleich viel besser aus. Die nächste Aufgabe ist ein bisschen Dekoration und zwar beginnen wir jetzt hier auf der Vorderseite einfach mal hier auf der rechten Seite. Setze ich mir einfach mal zwei Zäune an den Seiten hin und dann dazwischen setze ich mir dann einfach noch ein bisschen Zauntor. Für das Zauntor müssen wir immer darunter noch einen weiteren Block platzieren, weil sonst können wir das Zauntor leider nicht platzieren. Das Spiel machen wir dann auch nochmal auf der linken Seite. Ich würde mal sagen, hier setzen wir genau das gleiche Spiel einfach mal hin. Ne, an den Seiten zwei Zäune und dazwischen dann einfach das Zauntor. Jetzt könnte man das Häuschen schon abschließen, aber ich möchte beim Häuschen noch gerne einen Kamin mehr reinzaubern. Von daher begeben wir uns noch einmal ins Wohnzimmer. Sind wir im Wohnzimmer drin, schnappen wir uns einmal unsere Keramik. Ich lasse jetzt einfach mal jetzt hier bei der einen Wand eine Reihe frei und setze mir dann hier einfach mal drei Blöcke hin. So, das Ganze forme ich mir so ein bisschen wie ein N. Ja, kann man jetzt sagen, ist wie so ein N. Das Ganze können wir auch einmal gerade bis hin zur Decke einfach mal nach oben ziehen. So haben wir es einmal bis nach oben gezogen. Können wir, wenn wir wollen, auch das Ganze schon mal ein bisschen bearbeiten. Können hier, sage ich mal, das Lagerfeuer hier reinsetzen. Würde ich mal sagen, setze ich mir beim Lagerfeuer eine Stufe hin. Lass denn so, ja, wie man halt möchte. Würde mal sagen, so einen kompletten Block hier halt so ein bisschen frei. Und darüber setze ich mir dann nochmal meine Keramik hin. Wunderbar. Dann haben wir schon mal unseren Kamin hier so ein bisschen abgeschlossen. Jetzt möchte ich den aber genauso, wie ich den jetzt hier habe, oben auch haben. Von daher, ich buddel mich hier ein bisschen durch. Ich erlaube es mir einfach mal, mich hier ein bisschen durchzubuddeln. Und ziehe mir jetzt hier so ein bisschen das Maß, wie ich das habe, dann einfach mal so lange, sagen wir mal, hier nach oben hin, bis wir oben ankommen. Ich befinde mich jetzt draußen bei unserem Häuschen, da wo ich mir das jetzt natürlich einmal bis nach oben hingezogen habe. Und ich habe mir jetzt hier genau die Mitte rausgesucht. Von daher gehe ich nochmal zu beiden Seiten, jeweils eine weitere Reihe. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt natürlich unseren Schornstein hochziehen. Ich würde mal sagen, das Ganze mache ich nicht so allzu hoch. Vielleicht so, dass er so ein bisschen so über einen Block halt rausguckt. Dann setze ich mir in der Mitte einfach mal zwei Lagerfeuer hin. An den Seiten befestige ich mir dann nochmal zweimal die Keramik. Und dann setze ich mir einmal ringsrum einfach ein paar Falltüren. Wie gesagt, alles Muster. Das kann sich von deiner Farbe natürlich deutlich abheben. So setzen wir dann hier einfach die Falltüren ringsrum. Und haben uns damit dann auch einen funktionierenden Schornstein gebastelt. Und fertig ist unser Häuschen. Bereit, dass du da auch einziehen kannst. Deine Nachbarn werden bestimmt vor Neid erblassen, wenn die sehen, was du denn für ein schickes Häuschen hast. Ich hoffe, dir hat dieses Baututorial gefallen. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich beim Häuschen nachbasteln und auch natürlich beim Einrichten. Ansonsten hören wir uns dann wieder zu einer neuen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.